Hallo Leute, wir sind hier stehen geblieben, genau hier, exakt hier vor ein paar Sekunden in der Aufnahme gerade. Und schweben jetzt hier mal rüber. Da oben sehe ich schon den Amboss schimmern. Und gehen jetzt hier hoch. Unser Leben ist halt echt nicht gut. Ist echt nicht gut. Und ich wette, wenn wir das teilnehmen, müssen wir noch wieder irgendwas irgendwo gegen kämpfen. So, nehmen wir das. Ja. Okay, offensichtlich müssen wir nirgendwo gegen kämpfen. Das ist jetzt überraschend. Hatte ich jetzt mit gerechnet, muss ich gestehen. Gut, dann können wir irgendwie da runterspringen. Und können wieder zurück zu Wulgrim und uns dann den nächsten und vorletzten Stück der Armageddon-Klinge widmen. Wir können hier auf dem Dach unser Pferd rufen. Warum? Warum sollten wir das tun? Warum können wir sonst irgendwo rufen, außer hier jetzt auf dem Dach? Das ist ja schräg. So, wir könnten auch bei Wulgrim tatsächlich nochmal wieder ein bisschen Geld ausgeben. Wenn wir wollten. Wir haben nämlich extremst viel Kohle. 9000 Geld haben wir. Ich überlege gerade, ob wir hier ein bisschen rumgucken sollten, ob wir irgendwas finden, wo wir jetzt lang können, wo wir vorher noch nicht lang konnten. Ich schaue mal auf die Karte. Eigentlich sehe ich dann nichts. Eigentlich sehe ich dann nichts, wo wir jetzt auf einmal mehr von haben. Nee, ich gehe zu Wulgrim. Ich gehe zu Wulgrim und dann können wir Wulgrim hier vielleicht nochmal mit ihm handeln. Oder so. Ich weiß nicht, wie man deren Gefäße füllt. Das ist das größte Problem, was ich habe. Hallo, Wulgrim. Geht doch. So, Schlangenlöcher. Und dann gehen wir mal hier zur Die Kreuzung. Genau, das kennen wir ja schon. Bei der Kreuzung, da sind wir ja angefangen. Da sind wir das erste Mal auf Wulgrim getroffen. Da hat er uns das allererste Mal besucht. Und, ich weiß, da ist mir nie so ein Amboss aufgefallen. Zwischendurch haben wir die mal gefunden, auch so ein bisschen. Aber da auf der Kreuzung kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern, wo der da gewesen sein könnte. Weiß ich nicht. Werden wir gleich bestimmt herausfinden dann, wenn wir da angekommen sind. Bravo, achso, ja, schon wieder. Oh, hier haben wir ja schon direkt mal was, was wir vorher noch nicht gesehen haben. So, hier, da sind auch rote Engel. Okay, wir brauchen die Abgrundklinge. Armageddon-Kette. Ah, okay, da hat sich das dann aufgelöst. Oh, da ist noch eine Kiste. Die haben wir nicht mitgenommen. Unser Leben, Alter, unser Leben. Hier sind so viele Gegner jetzt, ne? Wenn wir das schaffen, Alter. Getankt hier. Unser Leben ist schon wieder grün. Geil! Okay. 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 Das sieht ganz gut aus. Hier haben wir nochmal... Oh, ich glaube, die habe ich nicht mitgenommen beim letzten Mal. Oh je, da. Ja, nee, alles klar. Alles klar! Gut, jetzt sind wir wenigstens mit mehr Leben wieder hier. Sei gegrüßt. Der Reiter kommt. Bam. Für das schwarze Herz.
Einen haben wir weg. Boah, trau dich doch. Komm doch her. Hier waren noch mehr Viecher. Kommt doch alle her, wenn ihr wollt. Kommt doch alle hier vorbei. Die Sens ist aber sehr träge, muss ich sagen. Sehr träge. Macht einen großen, zum Beispiel diesen hier, extrem großen Radius um uns rum. Also einmal quasi eine Runde. Aber ist natürlich insgesamt sehr träge. Und die Sense bietet tatsächlich, auch wenn die sehr viele Gegner auf einmal trifft, doch extrem viele Lücken in unserer Verteidigung. So. Aber ansonsten ist die Sense eigentlich doch echt, echt gut. Aua, wieso macht ihr die beiden Kleinen mir jetzt hier Probleme? Das soll doch ein Witz sein. Ja, den haben wir jetzt weg. Dann haben wir hier noch den kleinen. So, und dann geht jetzt der Spaß hier los. Wir müssen hier oben jetzt herspringen. Mit der... Komm, hier, die machen wir auch noch eben weg, dann haben wir hier Ruhe. Also kriegen noch die Trefferpunkte von unserer Bände dazu. So, hier können wir jetzt hochfliegen. Auf diesen Vorsprung. Und hier dann weiter. Und da muss ich quasi im Sprung auf die Armageddon, die Abgrundkette wechseln. Da oben schwingen. Nein, das einzige Loch, was da war? Was? Oh nee, echt jetzt? Oh Mann. Alter. Oh Mann, wie dumm, ey, wie dumm. So, jetzt den ganzen Spaß nochmal. So, dann haben wir jetzt hier den. Dann kann ich jetzt hier hoch. Und da ist die Klinge. Das Bruchstück der Klinge. Sehr schön. Yeah. Und dann brauchen wir jetzt nur noch das letzte Stück aus dem überschwemmten Pass. Dann haben wir alles. Dann haben wir alle. Warte mal, hatten wir hier den Vorratshof eigentlich? Hatten wir. Und wir hatten hier noch 3 Truhen übergelassen. Das hat mit Sicherheit... Da kommen noch wieder 3 Engel. Ich wette, das waren auch mit Sicherheit Lebenstruhen, die wir absichtlich dann hier übergelassen hatten. Weil wir zu dem Zeitpunkt nicht gebraucht haben. Jetzt gerade können wir sie aber gebrauchen, deswegen werde ich sie jetzt mal holen. So ist mein Plan zumindest. Ich meine, ne, deswegen haben wir die ja übergelassen, damit wir sie dann später holen können. Wenn wir sie brauchen. Und jetzt wäre... Ne, das ist keine Lebensruhe. Moment, die haben wir damals nicht mitgenommen. Faszinierend, die haben wir wohl übersehen. Aber wir haben hier noch 2 weitere Truhen. Eine da in dem Loch und eine da hinten. War es, glaube ich, hier unten drunter im Keller, ne? Hä, wo war denn die andere Truhe? Ah, hier noch nicht. Da in die Richtung. Da, wo auch diese... Alter, diese 4 Engel sind natürlich...
dann mit den weg haben. Bam, bam, bam. Noch drei Engel. Kommen die jetzt alle oder? Ne, nur die beiden. Ich bin gerade ziemlich konzentriert, weil ich halt auch nicht unser ganzes Leben verschwenden möchte jetzt für diese beiden Engel. Oder drei Engel, die jetzt hier noch überbleiben. Auch wenn wir jetzt hier auf der Suche sind nach ein paar Lebenstun, müssen wir ja nicht alles auf den Kopf hauen, was wir an Leben noch haben. Es ist sowieso total krass. Wir haben jetzt hier drei volle Balken noch, plus den Rest, den wir da gerade noch haben. Und es kommt einem so wenig vor, wenn man mal überlegt, dass wir mal mit quasi nur einem einzigen Balken angefangen haben und jetzt bei, wie viel sind es, 8 angekommen sind. Ist ja schon krass eigentlich, wie viel mehr wir jetzt haben. Aber auch die Gegner sind ja stärker geworden und setzen uns zunehmend mehr zu. Sodass dieses Mehrleben auch immer noch relativ zu betrachten ist, ne? Also ein Balken mehr ist nicht ein Balken mehr, weil da ist es gut. Na? Ich glaube, das ist meine. So, kurz auf die Uhr geschaut, aber wir haben noch jede Menge Zeit. So, damit sollte unser Leben jetzt auf jeden Fall wieder ordentlich voll sein. Und damit sollten wir jetzt auf jeden Fall auch wieder arbeiten können. Und zwar werden wir jetzt einfach mal zu... Warte, ich will mal auf die Karte gucken. Da ist noch eine Truhe da hinten. Ich glaube, das war die hinter diesem blauen Zeug. Und das können wir jetzt ja auch wegmachen. Im Endeffekt kann uns ja gar nichts mehr aufhalten. Wir können ja... Ich glaube, alle Fertigkeiten haben wir jetzt. Oder? Das will ich jetzt tatsächlich immer gucken. Das stimmt. Ja, wir haben alle Fertigkeiten. Ja. Ich frage mich immer noch nur noch, wie man leere Gefäße wohl füllen kann. Das muss doch irgendwie gehen. Warte mal, kann man leere... Entschuldigung, ich muss das... Die leere Gefäße können wir nichts mit machen. Man kann mit denen nicht interagieren, nichts. Sei gegrüßt. Ich weiß nicht, wie man die füllt, aber man kann leere Gefäße ja auch von Vulgrim kaufen, ne? Also muss man die ja irgendwie auch verwenden können. Ich weiß nur nicht, wie. Keine Ahnung. So, hier kommen wir jetzt einmal mit dem Handschuh. Patong! Und was kriegen wir hier jetzt? Bestimmt eine Erweiterung oder so wieder. Höllenfeuer. Durchsetzt einen Nahkampfwaffen mit dem Element Feuer. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Auch wenn wir unseren Waffen natürlich leider nur ein einziges Upgrade verpassen können. Und keine zwei. Oder drei. Oh, dann wäre das ja übertrieben. Wir haben aber, glaube ich, bisher nur ein einziges legendäres Upgrade, ne? So, Vulgrim. Dann zeig doch nochmal. Gut, dann schauen wir jetzt erstmal, was du so zu verkaufen hast hier. 3 Artefakte haben wir auch noch. Alter, damit sind wir bei 12.898 Geld. Hier, leeres Gefäß. Leeres Gefäß können mit vielen nützlichen Sachen gefüllt werden. Zum Beispiel mit Lebensessenzen. Aber wie? Wie füllt man ein leeres Gefäß? Das ist auch cool, ey. Das könnte ich mir halt auch irgendwie jetzt auf Dauer mal sinnvoll vorstellen. Die Steinhaut kaufen wir mal. Verbrennung kaufen wir auch mal. Dann haben wir jetzt immerhin alles. Die Sense würde ich, weiß ich gar nicht, ob ich noch so viel leveln will jetzt. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie lange das Ganze noch geht. Die Höllenklinge. Die Reichweite des Angriffs. Ah, Luftsensenklinge.
erhöht Reichweite des Angriffs. Oder hier halt die Sachen. Klingengeisier natürlich. Ich glaube, ich würde gerne wissen, wie wir ein leeres Gefäß füllen. Wie füllt man ein leeres Gefäß? Hier können wir ein leeres kaufen für 2000. Ich glaube, bevor ich das mache, da mehr Geld ausgebe, möchte ich erst wissen, wie ich leere Gefäße fülle. Das muss ich erst noch herausfinden. Keine Ahnung, guck vielleicht mal nach dieser Folge oder so. Vielleicht können wir dann die beiden Gefäße nochmal füllen, die wir sowieso haben. Das wäre ja absolut sinnvoll. Vor allem, wenn wir zum Endgegner kommen, dass wir da vielleicht nochmal Leben auffüllen können im Kampf zum Beispiel oder solche Sachen. Heimsuchung haben wir auch. So, überschwemmte Pass. Hallo, Wulgrim! Bravo, Reiter! Achso, die Stygian-Geschichte schon wieder. Des kriechenden Stygian. Aber hier können wir halt auch noch irre viel. Kann dir überhaupt irgendwer etwas entgegen? Da ist noch ein Lebenssteinfragment. Das holen wir uns mal. Also wir können auf jeden Fall noch einen Lebensstein zusammenkriegen, wie auch immer. Wie auch immer wir den zusammenkriegen. Und wie kommen wir da denn wohl hin? Ach so, wir beide waren hier. Sensen, Stufenaufstieg. Nice. Damit haben wir ja die nächste Stufe unserer Sense. Ja, Stufe 2 müsste die dann jetzt sein. Aua. Die Sense Stufe 2 ist natürlich schon irgendwie angenehm. Auch cool, dass wir das jetzt auch noch genügend haben. Fehlen natürlich noch 2 weitere Stufen. 4 Stufen gibt es ja. Aber ich glaube, mit diesem einen Upgrade, was wir da haben, das zahlt sich echt extrem aus. Das eine Upgrade, was wir da haben, das zahlt sich aus. So. Ich glaube, hier kommen wir zu dem blauen Kristall und da will ich nochmal eben hin. Genau, hier ist der blaue Kristall. Tremorhandschuh. Bam! Zornfragment. Schade. Also finde ich cool. Aber ein Lebenssteinfragment hätte ich nochmal geiler gefunden. Irgendwie noch irgendwas, was wir vielleicht noch nicht gefunden haben. Ansonsten müssen wir jetzt hier ins Haus rein. Ach, diese ganzen tollen Fische. Komm her. Komm her jetzt, Alter. Haben wir den doch. Ist hier unten denn vielleicht noch irgendwas in dem Haus drin? Außer Fischen. Die uns aber auch irgendwie ignorieren gerade. Warte mal. Was haben wir hier denn? Jawohl, hat geklappt. Ist, glaube ich, hier für rein. Oder bin ich jetzt in die falsche Richtung gesprungen? Aua. Aua. Aua, hat Glück, Mann. Willst du dich mal wenden? Was war das denn? Ich glaube, hier sind wir falsch. Ah, oh, warte mal, der bleibt oben. In die andere Richtung. Ein Lebensteinfragment. Sehr geil. Sehr geil. Eins fehlt noch, dann haben wir noch einen Lebensbalken mehr. Yeah. Sehr geil. Ein Lebensteinfragment brauchen wir nur noch. Eines noch, eines noch. Dann haben wir noch ein Leben mehr und das finde ich sehr, sehr schön.
Die Frage ist nur, wo finden wir dieses einen Lebensstein-Fragment auch? Also es wird mit Sicherheit noch eins geben. Das wäre uns irgendwie Quatsch, wenn es eine ungerade Anzahl gegeben hätte. Ah, okay, Moment. I see. Sag mal, kannst du den da oben mal anvisieren, bitte? Da ist noch eine Truhe. So, da sind wir jetzt. Das Fragment hier. Das ist es. Das letzte Teil dieser verfluchten Klinge. Und jetzt sollten wir zu Ultan gehen, um die Sache zu Ende zu bringen. Alles klar. Ja, da bist du vielleicht auch gar nicht mal so schlecht mit unterwegs. Oder bist du auch vielleicht gar nicht so unrecht mit. Hier ist noch eine Kiste. Was mich halt immer stutzig macht, ist, dass es auf jeder Karte den Vorratssucher gibt, mit dem man sämtliche Kisten finden kann. Was ist das denn für ein schnaubendes Geräusch? Mit dem man auf jeder Karte alle Truhen sieht und so weiter. Und was mich halt einfach irritiert ist, dass wir den hier noch nicht gefunden haben. Das macht mich so stutzig. Wie konnten wir den hier bisher noch nicht finden? Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, wir haben auf jeden Fall diese eine Truhe, wo der Vorratshofer drin ist, nicht gefunden. Und wenn wir die nicht gefunden haben, dann haben wir mit Sicherheit vielleicht auch noch ein oder zwei andere Truhen übersehen. Und das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nämlich ganz und gar nicht. Na gut, aber ich glaube, auch hier ist jetzt erstmal wieder ein toller Punkt für ein Folgenende. Und genau, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.